Hallo liebe Zuschauer, sehr herzlich willkommen zu unserer Sendung. Heute ist bereits Freitag, der 26. August und kurz vorm Wochenende melden wir uns noch einmal mit Hamburg 1 aktuell bei Ihnen. Und das sind unter anderem unsere Themen. Land unter in Pinneberg, drohen weitere Unwetter. Baden in der Elbe, illegaler Sprungturm vor der Schließung. Fußball in Hamburg, Chance oder Schicksal? Vor den Toren Hamburgs in Pinneberg hatte die Feuerwehr heute Morgen viel zu tun. Sturzflutartiger Regen ergoss sich aus den Wolken, prasselte auf die Dächer und das Wasser in den Straßen stieg in Sekundenschnelle. Die Feuerwehr spricht von einem ungewöhnlichen Ereignis. In Pinneberg stehen die Straßen unter Wasser. Autos und Mülltonnen schwimmen vorbei. Kellerräume sind überflutet. Gegen 10 Uhr morgens kam es zu einem Starkregen. Die Einwohner trifft es völlig unerwartet. Das kam innerhalb von Sekunden. Ein paar LKW sind hier dann noch durchgefahren, aber keine Chance. Also innerhalb von 10 Minuten ist es hier um 1 Meter hochgelaufen. Es wurde immer tiefer, das ist das Problem. Wir hatten dann plötzlich eine Bugwelle und da wollte ich stoppen, um wieder zurückzukommen. Und das reichte dann leider nicht mehr. Hab lieber dann stehen, der Wagen. Heftig, sehr heftig. Unter Wasser, die ganze Hof, ganze Halle, alles unter Wasser. Um der Lage Herr zu werden, sind diverse Feuerwehren im Einsatz. Wie das Wasser so schnell ansteigen konnte, erklärt vor allem die Wetterlage der letzten Wochen. Wir haben seit längerer Zeit keinen richtigen Niederschlag gehabt. Die Flächen sind vertrocknet. Und wenn vertrocknete Flächen dann beregnet werden, läuft das Wasser sehr, sehr schlecht ab. Und entsprechend läuft es dann entsprechend schnell in die Keller und Gebäude hinein und kann nicht vernünftig abfließen. Auch Firmengebäude in Pinneberg sind vom Starkregen nicht verschont worden. So zum Beispiel die Tempelmann Feinwerktechnik GmbH. Leicht abgesoffen. Ich hoffe, das sind nur Betonschäden. Wir müssen natürlich gucken, EDV, PCs und sowas, obwohl die bei uns alle ein bisschen höher stehen. Wir kennen ja die Thematik, aber es wird schon schöner Schaden da sein. Das dürfte wohl auch in dem einen oder anderen Keller der Fall sein. Die Feuerwehr wurde zu rund 120 Einsätzen gerufen. Auch auf der A23 hatten die Autofahrer mit den Wassermassen zu kämpfen. Eins ist klar, bei diesem Wetter kam man in Pinneberg heute vom Regen in die Traufe. Das Baden in der Elbe ist nicht nur gefährlich, sondern auch generell verboten. Doch immer wieder ignorieren besonders Jugendliche die Warnungen und springen entlang des Elbufers ins Wasser. Am Falkensteiner Ufer nutzen sie dafür häufig auch ein sogenanntes Quermarkenfeuer als illegalen Sprungturm. Besonders durch die starke Strömung und die Nähe zur Fahrrinne der großen Schiffe ist diese Stelle besonders gefährlich. Im vergangenen Sommer kam hier bereits ein 15-Jähriger bei einem Badeunfall ums Leben. Nun fordert die Bezirksversammlung Altona die zuständige HPA auf, den Zugang zum Turm zu sperren, um an dieser Stelle die Sicherheit deutlich zu verbessern. Ich denke, man kann das mit einer baulichen Maßnahme tun. Ich bin keine Ingenieurin, ich bin auch keine Technikerin, aber ich denke, das ist schon machbar, man muss es nur wollen. Ich glaube, es ist auch so machbar, dass die Funktion des Turmes erhalten bleiben kann und vor allen Dingen ja auch die Wartungsarbeiten durchgeführt werden können. Das ist natürlich auch noch ein Aspekt. Und auch, wie wir in dem Antrag nochmal betont haben, dieser Turm als Anlaufstelle im Fall eines Unglückes auf dem Wasser. Also ich sag mal, ein Segler verunglückt und braucht einen schnellen Zufluchtspunkt, dass das auch berücksichtigt wird. In und um Bilbrook wurden viele Anwohnerinnen und Anwohner in der Nacht und am Morgen von einem beißenden Gestank geweckt. Die Ursache dafür: in der Müllverbrennungsanlage in Bilbrook hat es gebrannt. Dicker Rauch stieg aus einem brennenden Schornstein. Noch bis zum Morgen waren die Einsatzkräfte mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Über die Warn-Apps Katwarn und Nina wurde die Bevölkerung vor der Rauchentwicklung gewarnt. Dort sind auch immer Hinweise verzeichnet, zum Beispiel wie in diesem Fall, dass Fenster und Türen bitte geschlossen werden, Klima- und Lüftungsanlagen ausgeschaltet werden, sodass kein giftiger Brandrauch dort in die Wohnung oder in die Gebäude eindringen kann. Je nachdem, was dort brennt, ist es für uns auch als Feuerwehr immer sehr, sehr schwer einzuschätzen, was für ein Chemikaliencocktail es sich da sozusagen handelt. Fakt ist, jegliche Art von Brandrauch ist gefährlich und kann bei einer erhöhten Einatmungsrate zu gesundheitlichen Schäden führen. Und deshalb warnen wir davor und geben entsprechende Hinweise an die Bevölkerung aus.
Und nun zu weiteren, leider im wahrsten Sinne des Wortes, brandheißen News aus Hamburg in unserem Nachrichtenüberblick. In Wilhelmsburg ist gestern Abend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Aus einem ehemaligen WC in der Zwischenetage breiteten sich die Flammen im Treppenhaus aus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Beim Notruf war zunächst von 6 Verletzten die Rede. Im Endeffekt haben wir aber jetzt Gott sei Dank keine verletzten Personen zu beklagen. Lediglich eine Person hat leichte Atemwegsbeschwerden, sind aber durch den Notarzt gesichtet worden und können hier sogar an der Einsatzstelle verbleiben. Die Wohnungen sind laut Feuerwehr nicht von dem Feuer betroffen. Die Brandursache ist bisher unklar. In Rissen hat in der Nacht ein Auto während der Fahrt Feuer gefangen. Der Fahrer konnte sich unverletzt befreien. Die Feuerwehr rückte mit 6 Einsatzkräften an. Innerhalb einer halben Stunde war das Feuer gelöscht. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Insgesamt 542 neue Lehrkräfte haben am 1. August ihre Arbeit an Hamburgs Schulen begonnen. Mit den Neueinstellungen von Anfang des Jahres seien schon jetzt 870 neue Lehrkräfte in diesem Jahr an staatlichen Schulen eingestellt worden. Die Schulbehörde geht davon aus, dass noch weitere Einstellungen folgen werden. Dabei gehe die Pensionswelle zurück. Neue Lehrkräfte sind im Durchschnitt jünger. Auch die Schülerzahl in Hamburg wachse stetig und man wolle die Qualität des Unterrichts mit zusätzlichem Personal verbessern. Die FDP-Fraktion Wandsbek will mit QR-Codes auf Spielplätzen Eltern dafür sensibilisieren, welche Gefahren bestehen, wenn diese ihre Kinder auf Social-Media-Kanälen posten. Dafür werden die QR-Codes an Spielplätzen angebracht. Das Smartphone erkennt diese beim Fotografieren der Kinder automatisch, gibt einen Warnhinweis und leitet auf eine Präventionswebsite weiter. Öffentlich gepostete Kinderbilder könnten leicht von Pädophilen und Stalkern missbraucht werden, so die stellvertretende Landesvorsitzende der FDP, Ria Schröder. 110 Millionen Euro werden alleine in Hamburg für die Digitalisierung der Krankenhäuser bereitgestellt. Dieses Geld kommt zu großen Teilen vom Bund und zu kleineren Teilen von der Stadt und den Krankenhausträgern. Gesundheitssenatorin Melanie Leonhardt hat sich heute im Kinderkrankenhaus Altona einmal darüber informiert, in welche Projekte die Gelder fließen. Bislang läuft es so. Das Pflegepersonal betritt das Zimmer des Patienten, liest dort die Werte vom Monitor ab, schreibt sie sich auf einen Zettel, läuft dann zum entsprechenden Computer und trägt diese per Hand in die digitale Patientenakte ein. Arbeitsschritte, die viel Zeit beanspruchen. In Zukunft sollen die Monitore in den Patientenzimmern direkt mit der Patientenakte verbunden sein. Außerdem soll eine Spracherkennungssoftware weitere Eintragungen in die digitale Patientenakte vereinfachen. Weil dadurch Prozesse der Dokumentation erheblich optimiert werden, verkürzt werden und natürlich auch diese Dokumentation dann eben deutlich sicherer ist als in der Vergangenheit. Also unsere Mitarbeiter freuen sich sehr auf diese Möglichkeit, weil sie dann wieder mehr Zeit für andere Dinge, medizinische oder pflegerische Dinge, zur Verfügung haben. Von den insgesamt 110 Millionen Euro gehen rund 2 Millionen an das Altonaer Kinderkrankenhaus. Mit dem Geld soll vor allem die digitale Infrastruktur wie die IT und Cybersicherheit verbessert werden. Gesundheitssenatorin Melanie Leonhardt hat sich schon einmal zeigen lassen, in welche Projekte das Geld hier noch fließen soll. In Technologie für bessere bildgebende Verfahren, sodass Kinder viel weniger Röntgenuntersuchungen machen müssen und dass bei den Untersuchungen noch bessere Bilder zustande kommen. Oder eben in OP-Technologie unter Einsatz von Robotik Operationen nochmal zu verbessern im Sinne der Patientensicherheit, aber auch im Sinne der Operateurinnen, um hier ärztlichen Einsatz nochmal besser steuern zu können. Wann genau die Projekte hier umgesetzt werden, steht noch nicht fest. Vieles soll es aber schon im Laufe des kommenden Jahres geben. Und damit kommen wir zum Sport. Die 1:2 Heimniederlage des HSV in der zweiten Liga am vergangenen Wochenende gegen Darmstadt 98 hat lange nachgewirkt. Vor allem emotional. Die 3 roten Karten gegen die Rothosen des Hamburger Sportvereins und das Verhalten auf der Bank sorgten auch Tage später noch für ordentlich Gesprächsstoff. Die schwache sportliche Leistung geriet da fast zur Nebensache. Gegen den 1. FC Nürnberg wollen die Männer vom HSV nun morgen Abend in vielerlei Hinsicht für Wiedergutmachung sorgen.
Seelenruhig und kaugummi-kauend schaut Trainer Tim Walter seinem HSV beim Training zu. Sämtliche Emotionalität während des Darmstadt-Spiels scheint vergessen. Dabei stand auch das Verhalten des Cheftrainers in der Kritik. Nicht nur vom Schiedsrichter, auch vom Gegner. Wir waren letztes Jahr einer der fairsten Bänke. Und ich glaube, das wird auch weiterhin so bleiben. Und alles andere, was andere über uns erzählen, dürfen sie. Man ist, wie man ist. Ja, Authentizität gehört einfach, glaube ich, zum Geschäft dazu. Trotzdem wissen wir, weiß ich, ja, was man vielleicht dann auch ein bisschen anders machen kann. Ich glaube, der Fußball lebt von der Lebendigkeit. Stillstand scheint hingegen in die Gespräche rund um eine Vertragsverlängerung des 46-Jährigen gekommen zu sein. Der Kontrakt läuft am Ende der Saison aus, doch es fehlt aktuell am Budget. Walter nimmt die Situation gelassen. Ich habe immer gesagt, dass ich mich sehr, sehr wohl fühle hier, dass wir wirklich auch eine gute Truppe sind innerhalb im Sport und dass wir uns sehr gut verstehen, dass ich die Menschen hier in Hamburg sehr mag. Brauche ich ja kein Hehl draus machen. Am Sonnabend geht es zum ebenfalls ambitionierten Club aus Nürnberg. Mit nur 7 Punkten und Tabellenplatz 12 hängen sie bei den Klubberern jedoch auch den eigenen Ansprüchen hinterher. Klar gucken wir ein Stück weit auf den Gegner, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir bei uns bleiben und dass wir Dinge, wie wir im letzten Spiel oder die wir im letzten Spiel vielleicht nicht ganz so gut gemacht haben, dass wir etwas schläfrig waren gerade in der Anfangszeit, dass wir das besser machen, aber ich habe da überhaupt gar keine Bedenken, weil die Jungs haben sehr gut trainiert diese Woche, waren sehr aktiv. Schmerzlich fehlen wird der rotgesperrte Ransford Königsdörfer. Für ihn könnte Neuzugang Jean-Luc Dompé sein Startelfdebüt feiern. Schließlich war der französische Flügelstürmer beim Spiel gegen Darmstadt bei all der Hektik so etwas wie der einzige Lichtblick. Und mit einer guten Leistung sowie einem Sieg im Frankenland dürfte Trainer Tim Walter gar nicht erst in Rage geraten. Nach dem verpassten Aufstieg in der Relegation gegen die zweite Formation von Turbine Potsdam stehen die HSV-Frauen nun vor dem Saisonauftakt in der Regionalliga der dritthöchsten Spielklasse gegen den ATS Buntentor aus Bremen. Bereits am vergangenen Sonnabend trafen die beiden Vereine im DFB-Pokal aufeinander. Dabei konnte sich der ATS zwar erst spät, aber doch im Elfmeterschießen durchsetzen. Folgt nun am Sonntag die erhoffte Revanche der HSV-Damen? Noch wird bei den Frauen des HSV nur auf das kleine Tor geschossen. Doch beim Saisonauftakt soll dies möglichst erfolgreich auch auf das große Tor gelingen. Zum Start geht es ausgerechnet gegen den ATS Buntentor. Die schnelle Chance auf die Revanche für das Pokal aus vergangenes Wochenende. Ich glaube schon, dass es gut ist. Ob es optimal ist, wissen wir nach Montag. Wir sind auf jeden Fall nochmal geschärft und fokussiert und sind sicherlich auch heiß darauf, einfach zu zeigen, dass das ein Ausrutscher war und dass die 3 Punkte hier in Hamburg bleiben. Einige Spielerinnen haben die Rothosen nach dem verpassten Aufstieg verlassen. Neben externen Neuzugängen wurden vor allem vielversprechende junge Talente aus dem eigenen Nachwuchs hochgezogen. Vom Aufstieg soll daher nicht gesprochen werden. Dennoch startet der HSV durchaus ambitioniert. Das ist auf jeden Fall immer eine schwere Aufgabe und trotzdem liegt natürlich in der Meisterschaft ja auch die größte Wahrheit, weil man dann auf Strecke, auf Dauer einfach konstant seine Leistung abruft und seine Punkte sammelt. Und das ist das, was wir wieder machen wollen gerne. Wo wir uns aber natürlich auch bewusst wird, dass das jetzt nicht unbedingt einfacher wird. 90.000 in Wembley und 18 Millionen vor dem TV. Die Europameisterschaft in England war Werbung für den Frauenfußball. Eine direkte Auswirkung auf den Liga-Alltag erwartet der 46-Jährige jedoch noch nicht. Ich glaube, dass das nachhaltig beständige, konstante Arbeit bedarf, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Das Wichtigste dabei ist, dass es halt eben nicht nur ein Strohfeuer, ein kleines Flämmchen nach einer Europameisterschaft ist, sondern dass das halt eben über Jahre, Jahrzehnte und noch länger geht. Die Punktejagd kann also endlich wieder beginnen. Gespielt wird am Sonntag in Norderstedt. Der Eintritt zur Partie ist frei.
Nach den heißen Tagen sehnen sich viele nun nach gemäßigteren Temperaturen und Nächten, in denen man endlich mal wieder durchatmen kann. Fragen wir also unseren Wettermann Frank Böttcher, wann dürfen wir denn damit rechnen? Sind die Gewitter schon der erhoffte Umschwung? Ja, es ist gar nicht mehr so lange hin. Und wenn Sie sich genauso sehnen nach diesem Wetter, dann schauen wir jetzt mal auf die aktuelle Wetterlage. Die Schauer und Gewitter da draußen, sie bringen jetzt den großen Wetterumschwung. Sie gehören zu Tief Ornella. Es folgt zwar Hochquinten, aber eben auch deutlich kühlere Luftmassen. Und das ist für einige genau der Moment zum Durchatmen. Man kann die Fenster wieder aufmachen. Es kommt abends auch mal wieder kühle Luft rein und in der Nacht und nicht nur die Hochsommerluft. Also durchaus mal ganz anderes Wetter als in den letzten Tagen. Jetzt am Abend noch Schauer und Gewitter. Einzelne kräftige Gewitter sind auch noch dabei. Sie ziehen langsam Richtung Nordosten ab. In der Nacht dichte Wolken, ab und zu ein bisschen Regen und es bildet sich Nebel. Wer spät unterwegs ist, kann ein wenig Undurchsichtiges da draußen auf den Straßen erleben. Da muss man vorsichtig fahren. Die Temperaturen morgen bei 22 Grad, dichte Wolken, vormittags Regen bis zum Mittag, leichter Regen, nicht allzu viel und dann ist es trocken am Abend und am Nachmittag. Am Abend lockert die Wolkendecke wieder auf. 13 Grad in der Nacht zum Sonntag, das sind gerade mal 5 Grad weniger als das, was wir in der vergangenen Nacht hatten. Die Temperaturen am Sonntagnachmittag bei 21 Grad, das ist diese kühlere Luftmasse, die mit einem frischen Wind von der Nordsee zu uns in die Hansestadt weht. Und dazu gibt es Sonne und Wolken und einzelne Regenschauer. Ähnliches Wetter dann auch in den Folgetagen. Dichte Wolken, zwischendurch immer wieder Sonnenschein, ab und zu ein paar Regenschauer. Und das neue Temperaturniveau auch für die gesamte kommende Woche. Es liegt bei 21 bis 23 Grad. Nur langsam wird es wärmer. Machen Sie das Beste aus diesem Wetter. Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Und das war es schon wieder mit Hamburg 1 aktuell für diesen Moment. Mir bleibt von dieser Stelle nur, Ihnen noch einen schönen Abend und selbstverständlich ein tolles Wochenende zu wünschen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.